So, oh, ich wackele, ich komme direkt mit wackelnder Kamera ins Bild. Hallöchen, meine lieben Butterblümchen da draußen. Hier ist die Schusseline in the house und wir machen ein kleines Video, ein Orakelchen. Und ich habe mir gedacht, ah, vorher muss ich noch was sagen. Ne? Ich muss noch ein paar Worte sagen vorher, aber zu den Armbändern. Aber wir machen heute, wir schauen einfach mal drauf, was kommt in den nächsten 4 bis 6 Wochen auf dich zu, okay? In der Liebe, natürlich, was sonst? Und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu einer wichtigen Sache. Die Armbänder, ich habe die Armbänder, die ersten fertig, die ersten Bestellungen, ich freue mich. Und ich habe darum, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, weil ich habe mir auch richtig Mühe gegeben mit den Bildern. Habe ich mal Bilder gemacht von Beispiel. Das sind Beispielarmbänder, ne? Und es sind Lavasteinarmbänder einfach auch darum, weil die super für Energieübertragung und als Energiespeicher vor allen Dingen sind, ne? Die könnt ihr auch immer wieder in die Sonne legen. Da könnt ihr auch einen Tropfen ätherisches Öl drauf geben und dann speichern die das sehr, sehr lange und geben das langsam ab in die Haut. Das ist wirklich, wirklich richtig super. Da kann ich euch ganz viel zu erzählen eigentlich, ne? Auch grundsätzlich halt eine super Sache. Und ich habe die eben ausgewählt, weil das eben so ein guter Energiespeicher, Energieübertragung ist. Und darum geht es. Energiearmbänder für verschiedene Themen natürlich. Ich habe da jetzt einfach erstmal ein paar Beispiele. Und ich habe ja gesagt, wir schauen bei jedem, ne, was ist dein Thema? Und ich fertige jedes so auf Bestellung an. Also wenn ich den Auftrag bekomme, fertige ich die Armbänder erst an, ne? Und nicht vorher schon und schick dann einfach irgendeins los, weil das soll schon alles vorher klarer Auftrag sein und dadurch auch eine klare Energieübertragung, ne? Und eine persönliche vor allen Dingen. Und darum geht's. Ihr könnt euch die anschauen hier bei YouTube auf dem Community-Tab. Also wenn ihr da schaut, auf meinem Kanal, da steht ja Videos. Was steht denn da noch? Also Überblick, Videos, was denn noch? Community eben. Und noch so, ich weiß nicht, Kanalinfos. Auf jeden Fall, auf dieser Leiste steht Community, da geht ihr drauf und dann findet ihr das da. Das habe ich vorhin extra reingestellt, ne, wer es noch nicht gesehen hat. Und wer Bock drauf hat, bitte einfach melden. Ich würde mich total freuen und ich bin mega gespannt auf die ersten Feedbacks von euch, wenn ihr eure Armbänder habt. Da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Und ja, das ist eine Herzenssache von mir, wirklich jetzt. So, das ist das eine. Und das andere ist der Livestream. In meinem ganzen Armbänderwahn, weil ich hier stundenlang gemacht habe. Und ich bin so ein Perfektionist. Ich will das immer alles perfekt haben. Das ist manchmal ganz schön anstrengend. Also bei diesen Sachen. In anderen Sachen bin ich das wieder überhaupt nicht. Also das ist nicht so, dass ich das auf ganzer Linie und bei allem bin. Aber bei was mir so am Herzen liegt. Und wo ich sozusagen meine Unterschrift gebe, ne, für was ich so rausgebe, das will ich dann schon vernünftig haben. So, und dann Livestream. Ich, Schuseline, ihr muss gestehen, ich dumme Nuss, ich habe vergessen, die Umfrage zu machen. Oh Mann, ich wollte doch eine Umfrage machen, ob wir das Live Samstag oder Sonntag machen sollen. Ja, ich habe es vergessen. Ja, jetzt ist Samstagabend, jetzt machen wir Sonntag. War eh immer am beliebtesten. Ich denke, damit werde ich. Es tut mir echt leid. Ich bin wirklich manchmal schusselig. Nächstes Mal denke ich dran. Aber wir machen das jetzt. Wir machen den Livestream morgen. Morgen Viertel nach 8. Ne? Für alle, die eine Frage haben oder auch die keine Frage haben, ihr seid immer herzlich willkommen. Es wäre nur schön, wenn ihr dann auch Lust hättet, wenn nicht nur so als Beobachter jeder kommt, sondern auch einfach. Leute, die Bock haben, so ein bisschen zu talken, ne, über alles Mögliche, über verschiedene Themen oder eben die sich eine Legung machen lassen wollen, ne, über den Superchat. Das mache ich ja immer so, ne. Ja, das dazu. Jetzt fangen wir aber mit dem Orakelchen für heute an. Allgemeines Reading. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die einen Mann liebt, einfach weil ich dann besser im Fluss bleibe. Ihr müsst euch das, wenn das bei euch anders sich gestaltet, geschlechtermäßig, müsst ihr euch das so ein bisschen umdrehen. Und ja, jeder sollte einfach schauen, wie die Resonanz ist und immer bedenken, dass das hier keine persönliche Legung ist, sondern wirklich ein YouTube-Video. Und das kann man nicht komplett auf sich beziehen,
wenn da einfach die Resonanz gar nicht ist. Ne? Deswegen immer vorsichtig mit diesen Dingen. Und auch, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt durch den Kontakt zu ganz, 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 ganz vielen von euch und auch über andere Plattformen, die gesagt haben, dass die hat mir nicht gut getan, wenn ich zu viele Orakel mir verschiedene Bam, 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 Bam reingeballert habe, sozusagen. Ne? Also sich da, wer weiß wie, da muss jeder sein eigenes Maß irgendwie feststellen. Ne? Ich bin da nicht das Maß aller Dinge, aber so, dass jeder für sich einfach mal fühlt, tut mir das wirklich noch gut, verwirrt mich das vielleicht umso mehr. Es ist einfach wichtig, dass ihr gut auf euch aufpasst bei diesen Sachen. Ne? Da muss man, gerade da bei diesen Gefühlsdingen und ja, da wird es auch immer Menschen geben, die das für sich nutzen wollen. Ne? Das ist klar, gerade mit der Liebe und das war schon immer so und das wird immer so sein und da muss jeder echt aufpassen. Ne? Deswegen, so, los geht's. Was kommt in den nächsten 4 bis... Oh, meine Güte. So. Ui, einmal mische ich noch. Und was da nicht springt, möchte sich auch nicht zeigen. Okay, da kommen wir noch einmal. Da haben wir noch einmal die Routen gekriegt. Na, dann machen wir mal. Oh, stopp. Jetzt mischen wir das Ganze noch einmal. So. Sö mit Ö. Oh, nee. Ach Mensch, ne, du guck mal, da stehst du erstmal jetzt anfangs hier. Er stehst ja erstmal im Nebel. Da nagt irgendein Gespräch oder irgendeine Kommunikation an dir, die vielleicht sogar im Konflikt enden könnte, wo vielleicht auch unehrliche Worte, wo du ein unehrliches Gefühl hast irgendwie. Und ja, das Ganze liegt sehr als nagend. Also wirklich die ganze Palette haben wir hier. Ne? Also erstmal, vielleicht bist du auch schon mittendrin und wir gucken, wo es hingeht, sowieso ja jetzt noch. Oder es steht sehr nah an. Ne? Und da kommt die Kommunikation. Da musst du auch aufpassen, ob Unwahrheit vielleicht in der Kommunikation gesprochen wird. Ne? Und es könnte sehr gut sein, dass das Ganze dann so ein bisschen für Reibung sorgt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen vielleicht weniger. Ne? Ja, Unklarheit in der Liebe führt dazu. Die Zweifel machen es. Ne? Die nagen an dir und irgendwann geht es nicht mehr. Da muss man es loswerden, da muss man reden. Ne? Und an dem Punkt kommen wir und dann hast du irgendwie das Gefühl, ha, ob das denn aber auch alles so die Wahrheit ist oder vielleicht auch konkret das Gefühl, das stimmt auf keinen Fall. Und schon haben wir das Problemchen da. Aber ich kann dich beruhigen, was lange währt, wird endlich gut. Es folgt darauf nochmal so ein Treffen. Es könnte, es muss nicht unbedingt ein Treffen sein, denn der Pakt steht auch für was dann so offen kommuniziert wird. Ne? Wo das halt nicht verschlossen wie das Buch oder hinterrücks wie der Fuchs, sondern hier ist es offen. Ne? Offen on the table. Also ganz so. Dann haben wir hier die Klarheit. Also es wird klar und offen. Das, was lange währt, wird endlich gut, habe ich gesagt, weil der Baum immer ein langsames Wachstum hat. Allerdings ist, eins muss ich sagen, der Baum steht auch so für was sich ja nicht mehr so gesund, ne, anfühlt oder eine Situation, die vielleicht auch nicht mehr so gesund ist, ne? Bei mir steht der Baum dafür, wohlgemerkt. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist. So, ja, da gibt es so ein bisschen Aufruhr, Unruhe. Da haben wir mit den Vögeln, es könnte auch sein, dass eine gewisse Tratscherei oder Rederei hinterm Rücken entsteht oder es thematisiert wird. Ja, da haben wir eben nämlich genau diese Hürde, die ihr aber dadurch nehmen müsst. Durch diesen Streit, durch diese Konflikte. Da steht einiges in den nächsten 4 bis 6 Wochen an, ne, wollte ich mal sagen. Von der Kühle hier. Und da geht es darum, in den Gesprächen, ne, und so weiter, geht es auch darum, dass er so unnahbar geworden ist oder sehr kühl oder dass gewisse Sachen einfach auf Eis gelegt wurden oder gewisse Themen. Und so geht es eben nicht mehr weiter. Der Reiter, der bringt aber auch eine sehr positive Energie zu dir.
Ne, die Blumen, also das ist ja immer sowas, ach, wenn man Blumen bekommt, das ist ja was Wunderschönes, da freut man sich ja immer. Da kommt, da hat man direkt ein Lächeln im Gesicht und das spiegeln die Blumen einfach so wieder, etwas, was auf dich zukommt, wo du auch jetzt nicht vorher, wer weiß, wie Energie noch einstecken muss. Ne? Sondern da ist echt was, wo ich sage, ey, aber nach der Blockade, den Berg, den scheint ihr irgendwie nehmen zu können, ne? Dann kommen ja doch die Blumen. So, das Ganze, am Ende des Tages geht das Ganze um das Fundament des Hauses. Es geht darum, baut man sich was auf? Wo baut man? Och, Leute, es hat sich gerade bei mir am Handy ein System-Update angemeldet. Da ist mir das Video abgebrochen, was ich ja jetzt schon hier fast ausgedeutet habe. Und bevor ich jetzt alles nochmal von vorne mache, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass die Nachricht auch raus sollte, mache ich das jetzt, hänge ich das dann jetzt aneinander. Es geht nicht anders, ne? Diese beiden Teile. Dann mache ich den zweiten Teil und hänge ihn direkt dahinter. Nützt ja nichts. So, ich habe gesagt, wir haben das, ich habe gerade von dem Fundament gesprochen. Es geht darum, wie fest, worauf bauen wir? Da ist das was Sicheres, was Festes oder du, ne, in dem Fall. Natürlich, die Frage stellst du dir ja selber, ist unsere Liebe da auf Fundament gebaut so? Ne? Und das ist die alles entscheidende Frage, um die es geht. Guck mal, das Schöne ist aber, wenn wir weiter in die Zukunft schauen, ist es so der stetige Weg, aber zur Transformation, zu dieser Sicherheit hin. Ne? Der Schlüssel ist ja so etwas, was man, womit man was etwas absichern möchte. Ne? Eine Sicherheit, ganz konkret jetzt mal. Und da kann der Sarg euch auch einfach so ein bisschen hinführen. Nämlich mit der Chance, ja, die Entscheidung zu treffen, zu wachsen. So. Da haben wir noch eine. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, den Kreis. Der Kreis ist ja immer so ein Schutzsymbol grundsätzlich. Das heißt, hier ist auf den eigenen Schutz zu achten, aber auch eine Erinnerung daran, dass man einen gewissen Schutz in einem gewissen Schutz ist. Ne? Also das heißt, man könnte auch sagen, die Sterne stehen eigentlich günstig für euch. Ne? Es ist aber auch ein Zeichen, mein Schutzkreis, das heißt, sich auch abzugrenzen, abgrenzen zu können ab einem bestimmten Punkt. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig, daran einfach mal noch zu erinnern, dass du auch ab einem gewissen Punkt dich dann abgrenzt, ne? Und ja, damit du nicht völlig rotierst oder so. Was wollte ich noch? Wo ist mein Kärtchen? Wo sind meine Karten? Ach, hier. Ich wollte nämlich noch hiervon eine ziehen. Eine springen lassen, eher gesagt. Na. Mein Gott, die lassen sich so grottenschlecht mischen. Ah, da habe ich eine. Was haben wir denn hier schön? Oh, Marie Maskerade. Düdün, düdün. Da geht es um Intrige. Drama, Glanz. Also, hier Vorsicht vor einem Funkeln. Hier geht's, liegt Drama in der Luft. Eine Intrige könnte stattfinden. Ich hatte ja vorhin auch einmal die Vögel erwähnt, die auch so dafür, genau für sowas auch stehen, für diese Dinge. Ne? Immer Unruhe, Aufruhr, Stress, Ärger. Das will keiner, dieses Wort. Ne? Also, Vorsicht da. Jeder einmal schauen, wo könnte sich eine Intrige oder ein Drama anbahnen. Hier liegt es ja eigentlich ganz offensichtlich. Positive Nachricht ist, dass das hier einmal richtig Wommsen Rundumschlag gibt hier und dann geht es wirklich in bergauf. Ne? Und das zeigt der Sarg ja auch hier im weiteren Verlauf dann wieder in die eigene Sicherheit zu kommen. Ne? So, meine Schnubbelkiss. Ich würde mich übrigens sehr freuen. Wer ist am Sonntag dabei? Sagt mir Bescheid. Und ja, sagt mir Bescheid, genau. Schreibt mir in die Kommentare oder so, würde ich gerne mal wissen. Und ja, wir sehen uns ansonsten dann morgen wieder in alter Frische. Ich werde das Video jetzt erstmal hochladen, das dauert ja auch immer noch ein Weilchen und es ist schon sehr spät. Und darum, liebe Grüße von mir. Tschüss!